Antoine Griezmann kann sich vorstellen, zu dem von David Beckham gegründeten Verein Inter Miami zu wechseln. Falls er mich bei seinem Verein haben will, werde ich dorthin gehen. Ich will meine Karriere in der MLS beenden, sagte der 27-Jährige der französischen Sportzeitung L'Équipe. Inter Miami geht erst 2020 in seine erste Saison. Englands Fußballlegende John Terry wagt offenbar im zarten Alter von 37 Jahren noch einmal den Sprung ins Ausland. Wie der Mirror berichtet, absolvierte der Innenverteidiger den Medizincheck beim russischen Erstligisten Spartak Moskau. Bisher hatte die Chelsea-Legende ausschließlich bei Vereinen auf der Insel gespielt. Laut einem Bericht des italienischen Internetportals Calciomercato soll Borussia Dortmund Interesse an Irving Lozano von der PSV Eindhoven haben. Lozano? Moment, da war doch was. Genau, der Linksaußen hatte bei der WM den Siegtreffer gegen Deutschland erzielt. Jetzt ist halb Europa hinter dem 23-jährigen Mexikaner her.